1500 Demonstranten haben am Montagnachmittag in der Wiener Innenstadt nach Angaben der Polizei gegen die Maßnahmen in der Corona-Pandemie demonstriert. Neben diversen Ansprachen gegen die Maßnahmen in der Pandemie hat man zusätzlich in einem Kübel symbolisch Mund-Nasen-Schutzmasken verbrannt. Zur Mitnahme dieser ist extra in einer Ausschreibung der Demo aufgefordert worden. Laut Polizeisprecher Markus Dietrich ist es bei der Demonstration zu schweren Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz gekommen. Nun, für die Polizei hat sich diese Situation als nicht allzu schwierig dargestellt. Das heißt, es hat hier keine Ausschreitungen oder Sonstiges gegeben. Natürlich mussten wir feststellen, dass die Corona-Maßnahmen hier nicht eingehalten worden sind. Das heißt, der Meterabstand nicht gegeben war, Mund-Nasen-Schutz auch nicht getragen worden ist, was eben die Verpflichtung wäre, wenn da ein Meterabstand nicht eingehalten werden kann. Es wurde dann mit dem Verantwortlichen Rücksprache gehalten. Der wurde aufgefordert, den gesetzmäßigen Zustand wiederherzustellen. Das wurde dann mit Lautsprecher auch vom Veranstaltungsleiter durchgegeben. Erwartungsgemäß haben sich die Beteiligten, die Teilnehmer dieser Kundgebung nicht daran gehalten. Und schlussendlich wurde dann Rücksprache mit dem medizinischen Krisenstab der Stadt Wien gehalten. Und hier kam die Mitteilung, dass keine Maßnahmen zu setzen sind. Es sind keine Maßnahmen zu setzen, aber am Ende des Tages versteht man das von der Seite der Polizei, dass da keine Maßnahmen zu setzen sind. Es waren ja weit über 1000 Personen vor Ort, keinen Mund-Nasen-Schutz, kein Mindestabstand. Also eigentlich sind alle Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden und mit Sonntagmitternacht in Kraft getreten worden sind, eigentlich über Bord geworfen worden, oder? Nun, aus polizeilicher Sicht ist zu sagen, dass es eben eine Verordnung gibt und die Polizei anhand dieser Verordnung einschreitet und diese Schritte, die wir gesetzt haben, hier auch in der Verordnung verankert sind. Das heißt, hier wurde mit dem Verantwortlichen gesprochen, er wurde aufgefordert, eben den gesetzmäßigen Zustand herzustellen und eine etwaige Auflösung ist nur möglich oder etwaige Schritte anderer Art ist nur möglich über die Anordnung der Gesundheitsbehörde. Das heißt, man müsste eigentlich mit Gesundheitsminister Anschober darüber sprechen, dass die Polizei dann der falsche Ansprechpartner oder wie? Nun, die Polizei vollzieht diese Verordnungen. Hier ist im Gesetz und in der Verordnung ganz klar geregelt, wie die Polizei vorzugehen hat und das ist hier passiert. Gemäß Covid-19-Verordnung kann nur diese die Anweisung zu einer Auflösung einer solchen Versammlung geben. Diese hat, wie uns Polizeisprecher Markus Dietrich bestätigt hat, die Anordnung gegeben, dass die Demo fortgesetzt wird. Laut Polizei hat es auch eine Gegendemo mit etwa 140 Teilnehmern gegeben.